Ob im argentinischen Regenwald, dem bolivianischen Hochland oder der peruanischen Steppe. Die Heilkraft von Kräutern ist wichtig für die medizinische Versorgung in Südamerika und macht sie weltweit begehrt. Die Ureinwohner nutzen Kräuter seit Jahrtausenden. Doch das überlieferte Wissen droht zu verschwinden. Wissenschaftler versuchen deshalb, ihre Wirkstoffe zu entschlüsseln und die Naturmedizin zu bewahren. Der Titicacasee im Westen Boliviens. Vielen gilt die Gegend als heilig, denn der Überlieferung nach entstand hier die Kultur der Inka. Ein Medizinmann aus den nahen Anden, ein Kalawaya und seine Frau machen Station auf einer Hochebene. Sie haben Kräuter mitgebracht, Kokablätter, Süßigkeiten. Die Region gehört zu den ärmsten in Bolivien. Wer hier Medizin benötigt, greift oft auf die Natur zurück. Der Ethnobotaniker Rainer Bussmann hat die Kräuter Südamerikas so intensiv studiert wie kaum ein Zweiter. Lokale Kräuterkundler wie Juan Jaruta zeigen ihm ihre erprobten Hausmittel. Etwa die Huira Huira, die zur Familie der Sonnenblumen gehört und antiseptisch wirkt. Sie hilft bei Husten. Bei Husten. Und wie bereitet man die zu? Man muss Wasser kochen, gießt es drüber und lässt es 8 oder 10 Minuten ziehen. Innerhalb einer Woche geht der Husten langsam weg. Immer weniger Bolivianer sind so vertraut mit der andinen Heilkultur wie Juan. Er hat fast alles von seinem Großvater gelernt. Das Wichtigste ist die Verbindung zum traditionellen Wissen der Leute vor Ort. Denn nur die wissen, wo Pflanzen gesammelt werden sollten, wann müssen die geerntet werden, wie funktionieren sie, für welche Krankheit kann man sie direkt benutzen. Das Wissen über Kräuter, die gegen Bauch- oder Kopfschmerzen helfen, ist allgemein verbreitet. Bei komplizierteren Erkrankungen suchen die Menschen den Kalawaya auf. Segnungen und Opfergaben sind fester Bestandteil der Behandlung. Rituale sind in vielen traditionellen Medizinsystemen extrem wichtig. Der Patient muss verstehen, dass er tatsächlich geheilt werden kann. Also so eine Art Eigenheilung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Also ohne Ritual würden viele Kräuter hier nicht funktionieren. Insofern ist es natürlich auch wichtig, diesen Aspekt zu dokumentieren und weiterzugeben an andere Generationen, weil wir sonst tatsächlich den Heileffekt verlieren würden. Die Kalawaya glauben, dass das Verbrennen der Gaben die Andengötter milde stimmt. Und dass der Rauch brennender Kräuter beim Patienten eine heilende Reinigung bewirkt. Bezahlt werden die Heiler traditionell mit Naturalien. Die Kalawayas haben eine sehr lange Tradition. Die Kalawaya waren immer die Ärzte der Inkas. Das sind die bekanntesten Kräuterheiler in Südamerika. Und ziehen wirklich hier in der ganzen Region, in der weiten Region herum, also in Bolivien, Ecuador, manche gehen nach Chile. Also wenn man krank ist, dann möchte man von einem Kalawaya behandelt werden. Ihre Kräuter sammeln die Wanderheiler in der Wildnis. Die Munia etwa enthält viele ätherische Öle und lindert Verdauungsprobleme. Das ist Munia. Schau mal, sie hat einen starken Geruch. Riecht gut. In anderen Regionen sehen die Munias etwas anders aus. Und wie oft kann man das zu sich nehmen? Täglich? Klar, das ist keine Chemie, die dir schaden könnte. Das ist reine Natur. Excelente. Muchas gracias.
Bei Heilpflanzen ist es sehr, sehr schwer, einen Inhaltsstoff zu isolieren. Diese Munia hat wahrscheinlich 10.000 Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hauptinhaltsstoff rausisolieren, dann ist er entweder nicht allein funktionsfähig oder ist giftig oder wir können ihn nicht in den Körper reinbringen. Was die Naturmedizin so wichtig macht, ist wirklich das Zusammenspiel dieser Inhaltsstoffe. In vielen Regionen Südamerikas sind Kräuter der wichtigste Bestandteil der medizinischen Versorgung. Gleichzeitig werden die Heilpflanzen des Kontinents weltweit immer populärer. Die Jagd nach den wertvollen Wirkstoffen führt an die abgelegensten Orte. Der Süden Perus ist geprägt von einem rauen, trockenen Klima und einer wüstenhaften Landschaft. Die Familie von José Ingamani ist seit mehreren Stunden zu Fuß unterwegs. In der Wildnis des Andenvorlands suchen die Ingamanis eine geschützte Lagerstelle. Die nächsten Tage werden sie hier wohnen und arbeiten. Wir bringen immer unser eigenes Wasser mit. Das ist das Gebiet, in dem wir ernten werden, und zwar nach einer ganz bestimmten Vorgehensweise. In der Gegend gedeiht ein eher unscheinbares Gewächs namens Ratania. Meist wächst die Pflanze in der Nähe großer Kakteen. José und seine Leute haben es nicht auf die Blüten oder Blätter abgesehen, sondern auf die Wurzeln. Sie besitzen eine antibakterielle Wirkung. 7 Jahre dauert es, bis die Wurzeln einer Ratania-Pflanze erntereif sind. Das bloße Herausreißen würde daher den Bestand schnell gefährden. José geht routiniert vor. Das ist die Wurzel. Hier haben wir einen ganz jungen Spross. Wir müssen gut aufpassen, dass wir den nicht verletzen oder versehentlich ausreißen. Das ist der Samen, den verteilen wir jetzt und dann werfen wir Erde drüber. Fertig. Ratania lässt sich nicht anbauen. Für den Abnehmer der Wurzeln, einen Schweizer Naturkosmetikhersteller, entwickelte die Botanikerin Fatima Caceres daher eine Methode, die den Nachschub gewährleistet. José erntet in fest definierten Arealen, immer nur jede fünfte Pflanze, und führt über die gesammelten Wurzeln genau hoch. Ratania war in Peru vom Aussterben bedroht. Für jede geerntete Pflanze müssen 20 Samen gesät werden, damit am Ende mindestens 2 Pflanzen nachwachsen. So erhalten wir den Bestand und gewährleisten Nachhaltigkeit. José und seine Familie wissen, dass sie auf Dauer von dieser Arbeit nur leben können, wenn sie immer wieder neu aussehen. Die antibakterielle Wirkung der Ratania-Wurzel kennt man in Südperu schon lange. Wir benutzen die Ratania auch im Dorf, etwa bei Nierenerkrankungen. Wenn jemand krank ist, geben wir ihm etwas davon. Die Leute sind uns dankbar dafür. Die Arbeitstage in der Wildnis sind lang. Nach rund 2 Wochen gehen die Wurzelsammler in ihr Heimatdorf Choquibamba zurück. Unter den 3000 Einwohnern sind die Ingamanis die einzigen, die eine Lizenz zum Ernten der Ratania haben.
Auch das Säubern und Trocknen der zerkleinerten Wurzeln ist bei ihnen Gemeinschaftsarbeit. Für uns ist die Rhatania-Ernte eine finanzielle Hilfe. Davon lebt meine Familie, die sehr groß ist. Ich habe 10 Kinder. Wir arbeiten alle zusammen. Das Rhatania-Projekt garantiert José und seiner Familie ein kontinuierliches Einkommen. Sie liefern direkt an den Abnehmer, ohne Zwischenhändler. Die Nachfrage ist beträchtlich. Eine Tonne pro Jahr schicken die Ingamanis an die Produktionsstätte in Süddeutschland. Das Ernteprojekt in Chuquibamba sichert die Versorgung mit nachhaltig gesammelten Wurzeln. Rhatania enthält einen rötlichen Gerbstoff. Er lindert Entzündungen im Mundraum und strafft das Zahnfleisch. Ein bewährter Grundstoff für die Herstellung von Zahncreme. So gelangen die Wirkstoffe vom Fuße der Anden in alle Welt. Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, ist geprägt vom Einfluss europäischer Einwanderer. Vieles hier stammt aus Europa, auch Küchenkräuter wie Rosmarin oder Oregano. Das Pura Tierra lockt seine Gäste mit Zutaten aus ganz Südamerika, die viele nicht kennen. Starkoch Martin Molteni schafft es mit seinem kulinarischen Konzept regelmäßig auf die Liste der 50 besten Restaurants des Kontinents. Ein Restaurant ist ein Ort, an dem wir den Gästen Geschichten über unsere Traditionen erzählen können. Egal, ob ich auf ein neues Kraut stoße, von einem kleinen Pilz erfahre oder einen Landwirt kennenlerne. Das Kochen ermöglicht es mir, auf Entdeckungsreise zu gehen. Heute experimentiert er mit einem Klee namens Oxalis valdivienis, der in Chile und Argentinien heimisch ist. Von der Oxalis benutze ich die Blätter und die Stängel. Schon die Ureinwohner haben ihre frische Note entdeckt und sie zum Kartoffelkochen verwendet. Wildkaninchen gelten in vielen Teilen Patagoniens als Plage. Martin kandiert das zarte Fleisch und verfeinert es mit knusprig ausgebackenen Kartoffelstreifen und einheimischen Tomaten. Aus den Blättern des Sauerklees macht er eine Creme, die dem Gericht ebenso wie die Blüten eine fruchtig-herbe Note verleihen. Für seine Rezepte sucht Martin nach Kräutern, die im Land zwar seit Urzeiten existieren, aber keinen Eingang in die moderne argentinische Küche gefunden haben. Er entdeckt solche Spezialitäten auf Reisen durch die Provinz. Dann lässt er sie von Großhändlern anbauen. Die hier ist schön. Ah, ist das eine Amankai? Ja, und schau dir diese Oxalis mal an. Ich probiere sie aus und dann hole ich mir noch mehr. Gut, ich erwarte dich. Von den Wurzeln der Amankai, die auch Inka-Lilie heißt, ist bekannt, dass sie viel Stärke enthalten. Die Mapuche-Indianer hatten das Wurzelgeflecht seit jeher auf ihrer Speisekarte. Sie nutzten es als Medizin und auch zum Essen. Eine Legende besagt, ein Kondor habe das Mädchen Amankai entführt, als es Heilkräuter in den Anden pflücken wollte. Seine Krallen verletzten Amankai und dort, wo ihr Blut auf den Boden tropfte, wuchs ein Kraut mit gesprenkelten Blüten. Diese bereichern nun Martins Speisekarte. Alles, was in meine Gerichte kommt, ist Zutat. Dekoration gibt es nicht. Jede Zutat hat eine bestimmte Funktion. Sie macht das Gericht sauer oder knusprig. Sie fügt ihm einen bestimmten Geschmack hinzu. Tenemos una ensalada de quinoa.
Das ist ein Quinoa-Salat mit einheimischen Erdbeeren und frittiertem Rettich. Von der Amankai kommen die Wurzeln und die Blüten, abgerundet mit einem Erdbeerdressing. Martin ist erfolgreich mit seinem Kochstil, der modern ist und zugleich die kulinarischen Traditionen der argentinischen Ureinwohner feiert. Die Provinz Misiones im Norden Argentiniens ist großflächig von Regenwald bedeckt. Hier lebt seit Tausenden von Jahren der Stamm der Guarani. Isabel Aquino ist eine von ihnen. Um ihr Haus herum wachsen mehr als 140 verschiedene Kräuter und Heilpflanzen, die sie teilweise selbst angebaut hat. Das ist ein Ambai-Baum, eine Pflanze mit viel Energie und einer großen Reinigungskraft. Er reinigt alles, was mit unseren Emotionen zusammenhängt. Nach dem Pflücken bedanke ich mich bei dem Baum für seine Großzügigkeit und auch bei der Sonne. In der Sprache der Guarani gibt es den Begriff Krankheit nicht, sondern nur Zustände, auf die man Einfluss nehmen kann. Auch mit Hilfe von Kräutern. Aus den Ambai-Blättern stellt Isabel eine Tinktur zur Behandlung der Atemwege her. Alle Pflanzen können zu unserem Wohlergehen beitragen. Dieses Präparat kenne ich seit meiner Kindheit. Meine Mutter, meine Tanten, auch die Nachbarn haben die Kräuter mit Schnaps angesetzt und sich dann damit eingerieben oder es getrunken. Isabel behandelt mit Kräutern Menschen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Gabriela hat öfter Kreislaufbeschwerden und Schwindelanfälle, deren Ursache sie sich nicht erklären kann. Isabel beginnt die Behandlung stets mit einem Ritual. Der Rauch, der aus der Schüssel mit den Kräutern steigt, zeigt mir, welcher Teil des Organismus wenig Energie und Abwehrkraft besitzt. Ich schaffe eine Verbindung zwischen Gabriela und den Kräutern. Das Kraut, das ihr helfen wird, ihren Zustand zu verbessern, wählt sie dann selbst aus. Gabriela hat Stevia ausgewählt, das bei den Guarani Süßkraut heißt. Es erweitert die Gefäße und senkt den Blutdruck. Als Dosis bekommt sie genau die Menge, die zwischen ihre Handlinien passt. Jetzt danken wir den Kräutern und unseren Vorfahren, die dir helfen, dass du dich in dieser Welt wieder wohlfühlst. Danke für dein Vertrauen. Bis vor 25 Jahren war hier noch eine Edelsteinmine. Als die schloss, gab es billige Grundstücke, doch die Gegend glich einer Müllkippe. Die neuen Eigentümer halfen sich gegenseitig, das Gebiet bewohnbar zu machen. Später bauten sie eine Schule und eine Erste-Hilfe-Station. Gemüse, Salat und Kräuter. Isabel brachte ihren Nachbarn bei, wie sie sie anbauen können. Eine lebendige kleine Gemeinde entstand. Betty Zemunig gehört zu einer Gruppe von Frauen, die unter Isabels Anleitung seltene Heilpflanzen kultivieren. Aber dabei geht es um viel mehr. Die Arbeit mit Isabel und den Kräutern half Betty durch eine schwere existenzielle Krise. Isa ist für mich eine geniale Lehrerin. Dank ihr habe ich in gewisser Weise mein Leben zurückgewonnen.
Sie ist meine Lehrerin, meine Therapeutin, mein Idol. Mit Isas Hilfe habe ich meine Wurzeln wiederentdeckt, etwa mein Wissen über die Pflanzen. Und so, wie mir geholfen wurde, möchte ich helfen. Wir wollen das Wissen an andere weitergeben. Für Isabel heißt heilen, andere von ihrer Stärke profitieren zu lassen. Isabels Geburtsort befindet sich im Iguazu-Nationalpark, bekannt durch seine Wasserfälle. Die Guarani besiedelten dieses Gebiet etwa 1000 Jahre lang, bis die argentinische Regierung in den 1970er Jahren jegliche Ansiedlung im Park verbot. Jeder Besuch ist für Isabel emotional schwierig. Wir zogen von hier weg, 8 Kilometer weiter. Sie sagten uns, dass wir nicht bleiben dürfen. Aber ich erinnere mich noch genau an diesen Ort. Hier haben wir gebadet. Es gab viel Freiheit und Frieden. Von ihrer Kindheit im Naturparadies am Iguazu hat Isabel als Kräuterheilerin oft profitieren können. Das Wissen meiner Vorfahren, das ich erlernt habe, ist größtenteils verloren gegangen. Aber ich glaube, langsam entsteht wieder neues Bewusstsein für die Kraft der Heilkräuter. Sie können uns Leben spenden. Das jahrtausendealte Wissen über die Kräuter zu bewahren. Auch in La Paz in Bolivien ist das eine aktuelle Herausforderung. Und der Kern der Forschungsarbeit von Rainer Bussmann. Regelmäßig geht er auf die Märkte und spricht mit Händlern. Denn er weiß, geht Kräuterwissen verloren, kann das für Patienten gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn Kräuter sich äußerlich sehr ähneln, wie Schachtelhalm und Ephedra. Schachtelhalm verwendet man für Nierenerkrankungen. Und Ephedra natürlich ein bisschen als Stimulanz und für Uterusprobleme. Und hier in La Paz werden beide jetzt als Schachtelhalm verkauft. Großes Problem ist, dass natürlich viele Leute Schachtelhalm nehmen, wenn sie auch Prostata-Probleme haben. Das heißt, wenn man Ephedra gegen Prostata-Probleme nimmt, nimmt man ein Mittel, das genau das Problem herbeiführt. Man sieht doch, dass der trockene Schachtelhalm wesentlich weniger grün ist und der Schachtelhalm, der fällt leicht auseinander. Bussmann und seine bolivianischen Kollegen klären auf, um solche Verwechslungen zu vermeiden. Zusammen mit dem Gesundheitsministerium haben sie zudem ein Handbuch erarbeitet, das kostenlos verteilt wird. Kräuter spielen auch am 1. August eine wichtige Rolle, wenn in Bolivien Pachamama gefeiert wird, das wichtigste Fest des Jahres, zu Ehren der Mutter Erde. An vielen Orten im Land werden ihr zu Ehren Opfer gebracht. Für die Segnung sind spezielle Priester zuständig. Die Gaben sind normalerweise verschiedene Kräuter mit Silberpapier, mit viel Zucker. Die Mutter Erde mag Süßigkeiten. Und die Hauptgabe ist ein Lama. Und es ist normalerweise entweder ein Lama-Fötus oder ein Lama, das vor der Geburt gestorben ist, weil das Lama traditionell das wichtigste Arbeitstier ist. Also man gibt der Mutter Erde das wertvollste Tier, das man traditionell hat. Von der Pachamama erbeten sich die Menschen Glück in der Liebe, Erfolg im Beruf, aber auch eine schützende Hand über dem neuen Auto. Gesegnet wird immer mit Alkohol, meist mit Bier.
Nachmittags gibt es lange Staus, wenn die Letzten versuchen, möglichst schnell noch einen Priester zu erwischen. Und das Problem ist natürlich auch, dass die ganzen Priester nachmittags letztendlich betrunken sind. Das heißt, wenn man früh morgens kommt, hat man bessere Chancen, eine gute Segnung zu kriegen. Nach Ankunft der Spanier in Südamerika haben katholische Missionare versucht, die Anbetung der heidnischen Erdmutter zu ersetzen. Durch die Jungfrau Maria. Doch viele Rituale der Pachamama-Tradition werden bis heute gepflegt. Im Norden Argentiniens zeugen Ruinen von der Zeit, als Missionare des Jesuitenordens die Guarani zum katholischen Glauben bekehren wollten. Im Mauerwerk verewigten die Mönche auch die Blüten der Matepflanze. Sie übernahmen das Kraut von den Guarani, die daraus Tee zubereiteten. Mate gedeiht in der tiefroten Erde von Misiones. Hier befinden sich die meisten der Anbauflächen in Argentinien. Der Bedarf ist groß. 90% der Argentinier trinken den herben Kräutertee. Der Becher mit Mate und die Thermoskanne sind ihr ständiger Begleiter. Roberto Semenyuk zelebriert das Ritual des gemeinsamen Aufbrühens. Für mich und meine Familie ist Mate etwas sehr Wichtiges. Tagsüber setzen wir uns häufig zusammen, um Mate zu trinken, uns zu besprechen. Der Mate-Tee vereint uns. Roberto ist Mate-Produzent. Er baut die immergrünen Sträucher auf seiner Plantage an. Tochter Gabriela begleitet ihn auf die Felder, so oft es geht. Mate ist ein empfindliches Gewächs, das relativ konstante Temperaturen benötigt. 4 Jahre dauert es, bis sie zum ersten Mal geerntet werden kann. El sabor lo da la hoja. Der Geschmack sitzt in den Blättern und in den Zweigen, an denen die Blätter wachsen. Für ein optimales Aroma darf der Zweig nicht grau sein. Er muss grün sein. Rund 80 Kilo wiegen die Säcke, die Robertos Mannschaft auf den Feldern gepackt hat. Insgesamt 10 Arbeiter aus der Nachbarschaft beschäftigt er. Zweimal täglich bringen sie die Ausbeute zu Robertos Farm. Der Dieselmotor stammt aus den 1920er Jahren und treibt immer noch alle Maschinen an, die zur Mateproduktion notwendig sind. Etwa die Laufbänder, die die Zweige und Blätter zur Trockentrommel befördern. Die Hitze entzieht der Mate in Minutenschnelle die Feuchtigkeit. Diese Maschine ist mein Leben, meine ganze Leidenschaft. In ihr steckt die Anstrengung vieler Jahre, um den Betrieb für die Familie voranzubringen. Ab jetzt unterscheidet sich Robertos Produktionsweise vom industriellen Massenbetrieb. Er verwendet das althergebrachte Verfahren namens Babacua. Dabei wird der Tee 12 Stunden über Feuer aus Eukalyptusholz geräuchert. Wenn das Feuer richtig brennt, schließen wir die beiden Öffnungen und die Hitze kann nach innen ziehen. Im Trockenhaus herrschen Temperaturen um die 90 Grad.
Robertos Feuermeister Totti wendet die Zweige regelmäßig. Die ganze Nacht hindurch muss er die Zufuhr von Hitze und Rauch kontrollieren. Das Räucherverfahren gibt dem Mate eine besondere Geschmacksnote. Teetrinker in ganz Argentinien schätzen sie. Das war nicht immer so. Kurz nach der Jahrtausendwende kam Barbacoa Mate aus der Mode. Die Preise fielen drastisch. Der Zeitaufwand lohnte sich für die kleineren Matebauern nicht mehr. Ich habe von Kind auf im Trockenhaus gearbeitet. Aber 2006 musste ich das Barbacoa-Verfahren aufgeben, da es nicht rentabel war. Mehrere Jahre hielt Roberto sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dann setzten sich die Matebauern der Region an einen Tisch. Auf Initiative zweier Agraringenieure gründeten sie eine Kooperative. Wenn einer einen Schaden erleidet, zum Beispiel ist es schon vorgekommen, dass ein Trockenhaus abbrennt, kann derjenige die Anlage eines anderen aus der Gruppe benutzen. Es gibt einen Geist der Zusammenarbeit, der Solidarität, der früher nicht existierte. Der Zusammenschluss hat uns stärker gemacht. Die Behörden nehmen uns ernst. Das hilft, unsere Ziele zu erreichen. Unsere Einheit macht den Unterschied. 16 stillgelegte Öfen konnten die Männer der Genossenschaft bereits reaktivieren. Der Barbacoa-Tee gibt ihnen und ihren Familien wieder ein sicheres Einkommen. Trujillo in Nordperu ist eines der Zentren des Kräuterhandels in Südamerika. In der Stadt am Meer kreuzen sich seit jeher viele Handelsrouten. Auf den örtlichen Märkten hat Ethnobiologe Rainer Bussmann schon vor 15 Jahren damit begonnen, das riesige Angebot zu sondieren. Wir haben am Anfang ein Inventar von dem allen hier gemacht, um mal zu sehen, was hier überhaupt auf dem Markt ist, und kamen dann mit über 500 verschiedenen Kräuterarten nach Hause. Es ist ganz extrem. In Deutschland wissen wir, dass wir vielleicht 2500 Pflanzenarten haben. Ja, und hier sind es schon 20% davon allein auf dem Markt. Für Rainer Bussmann zählt bei seiner botanischen Feldforschung vor allem Wissen aus erster Hand. Über die Jahre hat er sich deshalb ein wertvolles Netz von Spezialisten aufgebaut. In Nordperu helfen ihm die Heilerin Julia Calderon und ihr Kräuterhändler bei der Zuordnung der verschiedenen Pflanzenarten. Auch nach Jahrzehnten haben wir immer noch nicht alle Kräuter identifizieren können. Das ist doch Pucho, oder? Nein, das ist Ashango. In Chiclayo hat man die einmal Pucho genannt. Nein, Pucho ist das hier. Ach, das hier. Die hier nennt man Espingo. Julia Calderon ist Kräuterheilerin. Anders als die Calavaya, die Wanderheiler in Bolivien, betreiben die Heiler in Peru ihr Metier meist als Nebenjob. Julia lebt und arbeitet in einem Vorort von Trujillo. Ihr Mann führt dort ein kleines Restaurant. Das Gebräu, das Julia ein- bis zweimal pro Woche ansetzt, steht aber nicht auf der Karte. Das ist ein Kräutersud aus besonders kräftigen Pflanzen. Sie stammen von den heiligen Lagunen und aus den Bergen. Ich reinige damit Menschen, die, wie man so sagt, verhext oder verwunschen sind. Heiler wie Julia, die ihr Wissen von ihrem Vater geerbt hat, benutzen für ihre Arbeit neben den Kräutern einen für Außenstehende schwer zu ergründenden Fundus an Objekten und Substanzen. Etwa Muscheln oder Parfüms. Das ist ein Sud, der enthält Schnaps. Da sind mehr als 50 Kräuter drin, die den Patienten
öffnen sollen. Das ist ganz wunderbar. Schon allein damit fühlen sich manche Leute besser. Carlos plagen öfter Albträume. Er hat Probleme bei der Arbeit. Ein Bekannter hat ihm den Besuch bei Julia empfohlen. Mit ihren Zaubersprüchen bittet Julia Götter, Tiere und andere Heiler um Beistand. Im Zigarettenrauch glaubt sie, die Ursache von Carlos' Problemen entdeckt zu haben. Pass gut auf. Hast du Probleme mit einer Frau? Ja, manchmal. Am Ende gibt Julia ihrem Klienten einige Ratschläge mit auf den Weg. Du darfst nichts von dieser Frau annehmen, nicht einmal einen Bonbon. Lass sie nie deine Haare berühren. Ich helfe den Menschen sehr gern. Es macht mich glücklich, wenn es ihnen gut geht, nachdem sie bei mir waren. Wenn sie gesund und wieder frohen Mutes sind. Für ihre Patienten ist Julia Ärztin, Psychologin und Priesterin zugleich. Sie glauben an ihren Kräuterzauber. Patagonien. Die spärlich besiedelte Landschaft, die Argentinien sich mit Chile teilt, ist eine Region voller Kontraste. Die Steppenlandschaft wirkt karg, besitzt dennoch eine große Artenvielfalt. Die Pharmakologin Silvia González erforscht seit über 30 Jahren die einheimischen Pflanzen Patagoniens. Ein Kraut hat es ihr besonders angetan. Es gedeiht sogar im Schnee. Die Paramela ist ungemein robust und kann sich allen klimatischen Widrigkeiten anpassen. Bei einem Vulkanausbruch in Chile sah ich sie, scheinbar unbeeinträchtigt, aus der Asche wachsen. Das ist fast schon metaphorisch, symbolhaft. Wegen ihrer Stärke identifiziere ich mich sehr gerne mit ihr. Nach dem Motto, was der Kälte standhält, ist auch gut gegen Erkältungen, verwenden die Menschen rund um die Stadt Esquel die Paramela im Winter oft zum Inhalieren. Im Labor der örtlichen Universität erforscht Silvia jedoch eine andere Eigenschaft des Krautes. Den Duft werde ich nie leiden. Er ist süß und warm. Auch wenn ich ihn schon hunderte Male destilliert habe, möchte ich ihn immer wieder riechen. Kaum jemand kennt die Paramela besser als Silvia. Seit ihrer Studienzeit beschäftigt sie sich mit dem Kraut. Silvia fand unter anderem heraus, dass die Paramela ihr ätherisches Öl in winzig kleinen Drüsen speichert. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit entdeckte sie dann unter den mehr als 100 Inhaltsstoffen, die den Duft der Paramela bestimmen, ein Molekül, das bislang unbekannt war. Dank Silvia heißt es jetzt weltweit Esquelinona. Wenn man ein neues Molekül entdeckt,
darf man ihm einen Namen geben. Ich entschied mich für diesen Ort hier, Esquel, wo ich die meisten Paramela gefunden hatte. Enona ist die chemische Endung. Weil die ätherischen Öle der Paramela so gut riechen, wurde ein großer Parfümhersteller auf das Kraut aufmerksam und produziert einen erfolgreichen Duft damit. Innerhalb kürzester Zeit waren viele Hänge Patagoniens abgeerntet und die Paramela-Bestände beinahe für immer ausgelöscht. Deshalb arbeiten Silvia und ihre Kollegen in Esquel daran, die Paramela im großen Stil anzubauen, ohne die Pflanze zu gefährden. Die Kultivierung ist nicht einfach. Besonders junge Pflanzen benötigen sehr viel Pflege. Die Paramela hat ein großes Potenzial, aber der Anbau und die Erforschung der optimalen Bedingungen dauert seine Zeit. Deshalb sammeln wir diese Erfahrungen jetzt. Wenn die Nachfrage wächst, wollen wir eine Lösung parat haben. Alle paar Wochen fährt Silvia mit der Schmalspurbahn La Trocheta, dem einst legendären Patagonien-Express, zur Station Nahuel Pan. Dort verkauft ihre Freundin Patricia Kräuter. Beim Mapuche-Stamm, dem Patricia angehört, schreibt man der Paramela, zu Deutsch richte mich auf, ganz andere Kräfte zu. Viele Leute kennen die Paramela nicht, aber der Name weckt Interesse. Der Name? Warum? Weil der Name eigenartig ist. Die Alten sagen, dass die Paramela aphrodisisch sei. Deswegen kommt immer wieder mal ein kleiner Gauner zu mir und sagt, hast du etwas für Männer? Für die Liebe? Natürlich weiß ich dann, was er meint. Dann sage ich ihm, ja, das ist diese hier. Wir sagen Paramela. Das Kraut mit den höchst unterschiedlichen Wirkungen wirft noch viele Fragen auf. Sie werden Silvia weiter begleiten. Ich habe eine tiefe Verbindung zu dieser magischen Landschaft. Patagonien steckt voller Rätsel. Was die Kräuter betrifft, will ich diese Rätsel ergründen. Dadurch habe ich viel gelernt.